Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, EA hat was Neues rausgehauen. Team of the Year oder Team of Top-Partien des letzten Jahres. Highlight-Top-Partien, ich weiß nicht genau für was das G steht, kein Plan. Games of the Year, aber in Deutsch? Na, who cares, ist ja am Ende auch egal. Wir haben Dortmund gegen Schalke, da erinnert man sich als Dortmund-Fan natürlich sehr, sehr gerne zurück. Southampton gegen Leicester, Ajax gegen die Spurs und Liverpool gegen Barca. Auf jeden Fall krass an der Stelle, eine coole Idee einfach und ja, gibt auch solide Packs. Dortmund gegen Schalke gibt es ein Silberpack, da freut man sich natürlich auch, aber da haben wir einen Schalke-Spiel eingebaut, das ist Schöpf. Wir brauchen mindestens zwei Ligen, wir sind in die zweite Liga dann noch gegangen und haben da einfach den ganzen Verein vollgehauen. Wir haben aber auch sehr viele gekauft für 200 Münzen oder 250. Dementsprechend könntet ihr das easy 1-1 nachbauen, wenn ihr möchtet. Wir brauchen halt drei Spieler mindestens in der Liga. Das haben wir mit der zweiten Liga easy geschafft. 70er Rating, 70er Chemistry, alles easy. Wie gesagt, halt voll zweite Liga. Ist es Dominik Reimann? Der war auch mal bei Dortmund. Der war auch mal bei Dortmund, ja. Wie dem auch sei. Karazor doch auch, oder? Nicht der wahrscheinlich, es gab mal einen Karazor, der war mal bei Dortmund irgendwann, glaube ich. Aber ist ja auch egal. Wir haben dann das Ganze abgeschlossen. Wie gesagt, ist halt ein fast komplettes Zweitligateam mit einem Schalke-Spieler, in dem Fall Schöpf. Obvious ist das Silberpack nach hinten gerutscht. Warum auch immer. Wie dem auch sei, Southampton gegen Leicester ist die nächste Partie. Ich guck mal, was ich gleich für Packs öffnen werde. Southampton gegen Leicester ist die nächste Partie. Wir brauchen einen Spieler von beiden Vereinen zusammen. In diesem Fall habe ich mich für Southampton entschieden mit Gunn. Ansonsten drei Nationalitäten brauchen wir im Team. Haben wir easy geschafft. Maximal vier Ligen dürfen wir benutzen. Quatsch. Maximal vier Spieler aus derselben Liga. 75er Rating. 75er Chemistry war nicht ganz drin. Wir haben insgesamt zwei Spieler, glaube ich, gekauft. Dementsprechend haben wir neun First Owner. Dann wären wir bei 74 und es fehlt ein Chemistry-Punkt. Dann könnten wir hier Imshack zum Beispiel umformen. Dann wären wir auf der Full Cam oder halt ihm umformen oder ich weiß nicht, er zur Mittelstürmer würde wahrscheinlich nichts bringen. Ja, aber irgendwie würde man das schon hinkriegen mit einer kleinen Positionskarte und man nimmt hier halt. Ja. Leute, es gibt. Ah, okay. So hat man das easy hingekommen mit Full Cam oder mehr oder weniger Full Cam. Ja, genau. Ansonsten hinten ein bisschen mit England da verlinkt, weil ich halt Smallinger hatte, hat das ganz gut gepasst mit den Southampton-Spielern. Und dann bin ich halt vorne mit Italienern gegangen, die ich im Verein hatte. Und ja, hat halt auch ganz gut hingehauen, würde ich sagen. Dafür kriegen wir ein Jumbo-Premium. Also ein 15k-Pack oder was? Nur ein Jumbo? Ne, okay. Ist ein 15k-Pack sogar. Rutscht natürlich auch bis ganz nach hinten, warum auch nicht. Dann haben wir Ajax gegen Spurs an der Stelle. Da brauchen wir zwei Ajax-Spieler oder Tottenham-Spieler. Ich habe mich jetzt für Tottenham entschieden, habe mir zwei gekauft. Wir brauchen mindestens drei Vereine, maximal drei Spieler mit derselben Nationalität. Mindestens zwei seltene. 76er Rating, easy. 80er Chemistry war nicht ganz so easy, wir haben eine 82er Chemistry nur erreicht. Wenn man hier halt einen rechten Flügel aus der Premier League hinstellt, dann hat man auch easy Full Cam. Da fehlen uns jetzt halt 7 oder 8 Chemistry Punkte, dann werdet ihr easy auf Full, wie gesagt, stellt euch da irgendeinen rechten Flügel aus der Premier League hin, ist scheißegal welcher. Er darf nur kein Engländer oder Italiener, doch Italiener ist egal, aber ich glaube, er darf nur kein Engländer sein. Genau, er darf nur kein Engländer sein, einfach irgendeinen rechten Flügel aus der Premier League, der irgendwie billig ist. Und dann hat er sich das Ganze auch erledigt, ansonsten mit Cutrone hier und wie gesagt hinten komplett Premier League gegangen. Grifo vorne links, um noch irgendwie Cutrone auch auf Fullcam zu bekommen. Und ja, genau, dann hat man das Ganze auch geschafft. Habe halt fast voll Premier League gebaut, weil ich die Spieler halt alle irgendwie im Verein hatte und das Chemistry technisch einigermaßen zusammengepasst hat. Ja, okay, also wir haben jetzt wirklich nur die ganzen 45er und so da vorne, aber die würde ich jetzt halt ungern ziehen. Mal gucken, was ich machen werde, ich werde mir schon was einfallen lassen. Letztes Spiel ist Liverpool gegen Barca, da brauchen wir ein 78er Rating, wir haben sogar ein 79er Rating, trotz eines Silberspielers im Verein, eines Silberspielers im Team. Ich habe halt keinen Goldspieler von Barca und ich wollte mir jetzt keiner snipen. Firpo kostet zum Beispiel über 4k oder an die 3-4k und da war es mir dann einfach zu blöd, wenn alle so in dem Dreh gekostet hätten. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber am Ende des Tages ist es auch egal. Dann habe ich halt ein paar 80er Rated Non-Racing mit mehr mit reingeklatscht, als ich sonst hätte machen müssen. Und das macht mir dann auch keinen großen Unterschied. Das ist mir dann herzlich egal halt. Dementsprechend passt es ganz gut, denke ich mal. Full La Liga, bis auf Lovren, den ich von Liverpool reingepackt habe. Ansonsten Full La Liga. Wir dürfen immer maximal Spiele aus einem Verein benutzen. Das heißt, man braucht halt 11 verschiedene Vereine.
Muss man ein bisschen aufpassen, dass man da halt kein Doppelt reinpackt, aber ja, geht schon irgendwie fit. Wir brauchen mindestens drei seltene. Haben wir auch easy erreicht. 85er Chemistry. Wir haben. Ja, uns fehlen zwei Chemistry-Punkte. Wir könnten hier noch einen rausholen. Und das war's dann. Man könnte halt gucken, dass man hier einen spanischen Innenverteidiger noch hinstellt, zum Beispiel. Einen spanischen Innenverteidiger statt den Kunde. Mit ähnlichen Rating halt. Könnte sogar noch niedriger sein. Könnte sogar Silber sein an der Stelle. Vielleicht habe ich ja sogar einen. La Liga Challenge ist ja eh noch nicht draußen. Dementsprechend kann es mir im Moment noch egal sein. Wen haben wir hier als Abwehrspieler? Celta Vigo haben wir schon. Osasuna haben wir, glaube ich, auch schon. Das ist der linke Innenverteidiger. Ah, den könnten wir. Alba haben wir, glaube ich, auch schon. Ja, okay, das wird jetzt halt schwierig, weil wir halt die ganzen Vereine schon haben. Ja, gut. Ah, ich glaube, Real Valladolid oder Valladolid oder, ne, ihr wisst, wen ich meine, haben wir, glaube ich, noch nicht. So, dann haben wir easy Chemistry erreicht. Könnt ihr hier nochmal die ganzen Spieler sehen. Und ja, ich würde sagen, dann haben wir das Ganze auch erfolgreich abgeschlossen. Kriegen dafür sogar ein 25k-Pack. Das dürfte eigentlich relativ weit vorne dann zu sehen sein sogar. Insgesamt gibt es, weiß ich gerade nicht, gibt es ein seltenes Elektrum-Pack? Es gibt ein 45k-Pack. Also ein 45k-Pack können wir auf jeden Fall öffnen, ein 25er. Und dann gucken wir mal, was uns sonst noch so hier vorne angezeigt wird. Ja, okay, 45er werden uns angezeigt. Ansonsten die Goldspieler-Sets sind klein. Die seltenen Goldpacks, die 50k-Packs und die 35er, genau. Upsala. Das heißt, wir machen mal zwei von den kleinen normalen Goldspieler-Packs auf. Die sind halt eh kacke. Mit einem seltenen Spieler nur drin. Aber nimmt man natürlich trotzdem mit. Vielleicht ist ja der eine dann irgendwann mal der Team of the Year-Kapper. Aber ja, mal gucken. Sind ja auch alle drin, habe ich das schon am Anfang des Videos gesagt. Ich glaube nicht, alle außer der 12. halt. Oh, war sogar Naby Keita. Oh, okay. Ich wollte sowieso ein seltenes Goldpack aufmachen. Ich wollte sogar zwei seltene Goldpacks aufmachen. Zwei von diesen kleinen Goldspieler-Packs und dann ein 45k-Pack. Wir gehen sogar ins Stadion. Leider kein Walkout. Aber es wird Hamšík, Iličić, okay. Nehmen wir mit. Aber ist halt auch nothing special, muss man sagen. Leider Gottes. Aber ist okay. Ist ein 84er aus einem seltenen Goldpack. Ist nicht mal so häufig. Dazu noch, ja, 380 plus Spieler in einem Pack. Ist okay. Wir haben sogar hier vorne ein 25k-Pack. Dann machen wir ein 25k-Pack von denen noch auf. Dennoch ein kleines Goldspieler-Dings da. Und dann ein 45er. Und dann ist okay. Wir gehen wieder ins Stadion. Leider wieder kein Walkout. Schade. Es wird, oh, Dzeko. Nee, nicht mal. Visca. Warum reimt sich Visca Barca? Nee. Aber okay, nehmen wir natürlich mit, den aus der türkischen Liga, ansonsten noch Lecomte, sehr viele Duplikate, nicht zum Glück, sondern sehr viele Spieler, die wir noch nicht im Verein hatten, aber ist auch schwer, wenn wir, also es ist auch schwer jetzt Duplikate zu haben, wenn wir jetzt schon zwei Wochen lang nicht wirklich Packs geöffnet haben, außer halt immer ein, zwei, dementsprechend ist das ganz okay, hier ist natürlich nochmal nichts drin, aber da ist die Wahrscheinlichkeit halt so gering, überhaupt einen 83 Plus Spieler zu bekommen, aus dem, ne, einen seltenen Spieler quasi. Aber nehmen wir trotzdem mit natürlich und dann kommen wir zum 45k-Pack. Genau, zum 45k-Pack. Man muss ein bisschen mit den Namen aufpassen. Die haben alle die gleiche, fast die gleiche Buchstabenzahl. Fangen beide mit P an, dann Goldspieler und so. Wir gehen sogar ins Stadion. Leider kein Walkout, schade. Aber ist okay, also ich kann alles in allem damit leben. Es wird der gute Citizen. 183 oder so. Genau. Ist okay, I'll take that. Und ich würde sagen, Leute, das war's dann auf jeden Fall von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. 283er sogar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.